So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen. Ich bin Ramses und das ist die Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Adi in the Box nämlich, nee, das eigentlich nicht, aber... Was machst du da schon wieder? Was machst du da, Da habe ich ein Paket bekommen vom Chevy Art und der hat mir was geschickt. Das möchte ich heute mal mit euch testen, aber nicht die saure Kirsche, die da drin ist, sondern... Chupa Chups Dosen Getränkezeug. Pupsi hat mir wie gesagt letztens eine Seite gezeigt. Da könnt ihr so amerikanisches Essen, Snacks und amerikanische Getränke bestellen. Und jetzt auf einmal sieht er so Chupa Chups Dosen, schickt die mir zu. Und das war genau das, was mich auf dieser Ami-Seite interessiert hat. Jetzt muss ich das gar nicht bestellen, weil er mir das geschickt hat, ich das testen kann. Und weil die Mama heute kommt. Die freut sich bestimmt sowieso, wenn sie was klebrig-süßes probieren kann. Werde ich das jetzt fix noch testen, bevor ich die Mama hole. Ich möchte euch aber mal zeigen, wie das aussieht. Das sind nämlich hier diese vier Dosen Chupa Chups. Ihr habt hier einmal Sparkling Chupa Chups Orange Flavor, also Orange. Dann habt ihr einmal Grappe Flavour, also Traube. Ja, Weintraube müsste das sein. Dann habt ihr einmal hier... Melon Cream Flavor, also Wassermelonen-Creme-Geschmack. Und wir haben Strawberry und Cream Flavor, also Erdbeersahne, könnte man dazu sagen. Das finde ich auf jeden Fall genial. Ich würde das aber alles irgendwie gern schöner haben für das Thumbnail. Das heißt gar nicht Thumb. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Sonst habe ich die Ramses Kitchen Folgen ja eigentlich immer im Schlafzimmer gemacht. Also Ramses Bedroom war das dann. Jetzt müssen wir es halt so machen, in der Hoffnung, dass das gut aussieht. Können Sie noch 20 Mal in die Hand nehmen, so zeigen. Ramses Kitchen mit Chupa Chups Getränken. Irgendwie ist die Kamera nämlich ziemlich mies, wenn ich jetzt hier Nahaufnahmen machen will. Und alles sieht immer komisch aus. Das habe ich bei dem anderen nicht. Wir fangen jetzt an mit... Chupa Chups Orange. Esst ja gerne Chupa Chups. Habt ihr das früher immer gerne genascht? Ist ja eigentlich Kult. Getränke kennt man davon nicht. Ist bestimmt alles einfach brechsüß. Wir probieren also Sparkling Orange Flavor. Ob das mithalten kann mit Mirinda, mit Fanta, mit irgendwas anderem. Bluna. Sind wir nicht alle ein bisschen? Ist das Bluna? Ich weiß es nicht. Der Kopf ist voll mit allen möglichen Sachen. So, Orange. Muss ich sagen, schmeckt gar nicht so extrem süß, wie ich es jetzt erwartet habe. Ist an sich fruchtig, aber könnte fruchtiger sein, hat trotzdem irgendwie einen herben Abgang. Da würde ich mir sogar wünschen, wenn das süßer ist oder fruchtiger. Schmeckt halt ein bisschen nach muffiger Orange, aber... So richtig als richtig leckere, gekühlte, erfrischende Orangenlimonade würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ist halt einfach nur mal was, dass man was Besonderes in der Hand hat und was Besonderes probieren kann. Gerade bei Orange ist das sowieso, es gibt so viele Orangenlimonaden. Da hat es eine einzelne schwer ins Orangenbusiness einzusteigen, um da sich gut zu beweisen. Was anders ist, ist diese Grape, also Weintraube. Wie oft habt ihr schon mal Weintraubensaft oder Limonade getrunken, ist dann eher seltener. Das könnte also jetzt überzeugen mit einem Geschmack, den man nicht jeden Tag findet. Vorausgesetzt ist es frisch und lecker. Es riecht auf jeden Fall sehr aufdringlich. Hat eine, das riecht schon fast wie, es gibt ja auch diese Aloe Vera Drinks. Habt ihr schon mal Aloe Vera getrunken? Gibt's als Drinks auch in verschiedenen Sorten. Riecht wie Aloe Vera, Weintraube, Aloe Vera, sind die vielleicht verwandt? Was steht hier eigentlich drauf? Mit Traubengeschmack. Ich würde jetzt keinen Unterschied zwischen Traube und Aloe Vera feststellen, da es Aloe Vera aber immer nur in diesen komischen Flaschen gibt. Extrem überteuert mit Aloe Vera Stückchen drin. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel das kostet. Könntet ihr einfach das, was billiger ist, trinken und ihr habt mal ein besonderes Wellnessgetränk.
Erinnert mich aber rein geschmacklich nicht an Traube. Keine Ahnung, warum das Traube sein soll. Die Dose sieht auf jeden Fall trotzdem cool aus. Dieses Gezwirbelte, dieser Chupa Chups Aufdruck, Sparkling dabei. Als nächstes diese hier. Das ist die mit Wassermelone. Wassermelone oder einfach nur Melone, ich weiß nicht, da ist dieses komische Zeichen davor. Was steht hier drüben bei Deutsch? Das Deutsche ist... Wo ist denn hier das Deutsche hin? Mit Melone-Sahne-Geschmack, ja? Melone-Sahne-Geschmack. Probieren wir mal das. Melonengeschmack. Meiner Meinung nach, Melone hat jetzt nicht so einen prächtigen Eigengeschmack, dass man das rausschmeckt wie Orange oder so. Melone... Gerade Wassermelone schmeckt ja meistens eigentlich nach nix oder nach Wasser halt. Ist jetzt natürlich Melone-Sahne, das heißt, es ist auch irgendwie richtig trüb. Sieht komisch aus, sieht aus wie Seife einfach nur. Riecht auch ein bisschen nach Seife. Schmeckt auch nach Seife. Nein, mal ernsthaft, es schmeckt wie, wenn ihr euch beim Italiener eures Vertrauens eine Kugel Eis holt mit Melonengeschmack, aber irgendwie schmeckt das halt nach dieser künstlichen Melone. Künstliche Melone, die chemisch hergestellt wird, um euch bei Bonbons oder bei Säften oder bei sonst was den Geschmack zu erzeugen. Ich habe noch nie, wenn ich eine frische Melone genommen habe und habe die probiert, diesen Geschmack gehabt. Ich finde, das ist das, was euch als Melonengeschmack verkauft wird. Meiner Meinung nach schmeckt das aber jetzt nicht wirklich nach Melone. Auch wenn sie Kaugummis machen mit Melonengeschmack, schmeckt alles genauso. Einfach dieses diese chemische Melone, die sie euch andrehen. Wenn ich Melone esse, schmeckt die einfach nach nichts, außer ich esse Honigmelone. Finde ich, die schmeckt wieder anders als Wassermelone, aber trotzdem auch nicht so. Also, schmeckt wie Kugeleis, wie Meloneneis, wie sonst was. Das hat es auf jeden Fall gut getroffen, gut nachgemacht, aber ist ja eh alles Chemie, deswegen ist es eigentlich auch egal. Ja, erinnert auf jeden Fall an den Eis. Verkäufer an der Ecke. Bevor wir jetzt zur Erdbeersahne kommen, was ich hoffentlich als Bestes einstufe, haben wir nochmal hier Aloe Vera, was trotzdem nicht wirklich viel mit Traube zu tun hat, meiner Meinung nach. Und Orange, wo drauf steht, einfach nur, ich hoffe, das ist nicht auch zusätzlich mit irgendwas, nö, einfach nur Orangengeschmack. Was mir aber nicht fruchtig genug ist. Ein bisschen fad im Abgang. Das dürfte wohl das Beste sein, denn das schmeckt hoffentlich nach Campino. Ihr wisst, Campino, diese Sahnebonbons, gab es ja auch immer mit Erdbeersahne-Geschmack. Und wenn das wie Campino schmeckt, Campino mögen alle Kinder, alle Erwachsenen, jeder isst gern Campino. Hoffentlich ist das also Campino. Jetzt schäumt alles aus der Dose raus. Wir probieren noch das mit Erdbeersahne. Joa, hat einen sehr wässrigen Geschmack, der im Nachhinein einfach richtig süß wird. Wie original, einfach komplett Zuckerwasser, wenn ihr Men in Black geguckt habt. Ihr kennt das ja, die Schabe, die da reinkommt. Gib mir Wasser mit Zucker. Mehr. 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 Der lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen, gell? Ja, Adi, guck. Und dann hat die Schabe einfach das ganze Glas Wasser getrunken, was zu 60% mit Zucker einfach nur gefüllt war, damit er einfach nur Zuckerwasser hat. Schabe! 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 Das schmeckt auch einfach sehr süß, aber wässrig zugleich. Also ein richtig sahniger, kräftiger Geschmack fehlt mir da ein bisschen.
Wenn ihr die Augen aber zukneift und ganz fest dran glaubt, hat es trotzdem einen ähnlichen Campino-Geschmack. Nur dass bei Campino Sahne-Erdbeer-Bonbons da präsent, dieser süßliche, sahnige, kräftige Erdbeergeschmack vorrangig ist. Hier kommt das halt hauptsächlich nur als Nachgeschmack durch hinten. Und ihr habt hauptsächlich diesen extrem wässrigen mit süß im Abgang. Also, ist jetzt nichts, was ich unbedingt jeden Tag trinken muss. Danke trotzdem vielmals an Daniel Chui Chevy. Das erspart mir das lästige Bestellen in dem Ami-Shop, wo wahrscheinlich eine Dose dann gleich 2 Euro gekostet hat, beziehungsweise weiß ich nicht, wie viel die jetzt hier gekostet hat. Und ihr wisst, normalerweise zum Ende einer Ramses Kitchen-Folge, wenn ich Getränke teste, trinke ich immer noch ein gutes 500er Dosenbier. Das fällt heute aber weg, weil erstens ist das letzte, was ich hier stehen habe, muss ich erst wieder neues kaufen. Zweitens muss ich ja jetzt noch die Mamuschka holen, dass die dann auch probieren kann. Deswegen kann ich jetzt kein Bier trinken, wenn ich noch Auto fahre, denn don't drive and drink and drink and drive und alles mögliche. Also lebt gesund, bleibt gesund. Habt ihr die auch schon mal gesehen? Habt ihr die auch schon mal getestet? Oder kennt ihr sogar vielleicht noch andere Sorten? Die Chupa Chups. Drinks aus irgendwoher, Rewe irgendwas, keine Ahnung. Pupsi hat, glaube ich, letztens auch welche gesehen, hat er auch was mitgebracht gehabt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.